Ich bin gerade dabei, meine Spinnrute zu montieren und möchte jetzt die Möglichkeit nutzen, euch unsere neuen Gummifische zu präsentieren. Wir bringen jetzt im Herbst 2019 neue Gummiköder auf den Markt. Hier seht ihr den Cat Twister in einer Länge von 20 cm. Unsere französischen Teamangler hatten den sehr, sehr lange in der Testphase. In Frankreich wird ja sehr, sehr viel aktiv geangelt. Ich habe ihn sehr gerne zum Vertikalangeln eingesetzt. Die Franzosen angeln hier viel mit der Spinnrute mit. Ihr seht schon, dieses Teil, wie der anfängt, hier schön zu flanken und mit diesem langen Schwanz zu spielen. Und den Blackhead Shad mit einer Länge von 18 cm. Beide Köder kommen in vier verschiedenen Farben und bestehen aus einer ganz festen, eigentlich fast unzerstörbaren Gummimischung. Der Blackhead Shad hier zeichnet sich aus durch einen richtig starken Schwanzteller und durch eine schöne schlanke Form. Im Wasser beim Einsatz, beim langsamen Einkurbeln flankt er richtig schön. Der Schwanzteller macht richtig Druck und beim Vertikalangeln in der Haltephase fängt er bereits in der Strömung an, sich richtig stark zu bewegen und bietet eine richtig lockende Beute für die Welse, die träge am Grund unten liegen. Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Beide Köder, sowohl der Cat Twister als auch der Cat Shad, sind mit Fischöl geflavored. Und die Farben sind in die Gummimischung eingelassen. Es gibt ja Gummiköder, die sind von außen nur irgendwie lackiert oder angemalt. Unsere Farben sind direkt in der Gummimischung eingelassen. Und da kommen ganz spannende Farbmuster auf euch zu. Hier seht ihr es ja zum Beispiel schon mal mit dem Red Hat an dem Twister, rot-weiß. Also auf diese Farbe stehe ich unheimlich beim Welsangeln. Hier seht ihr den nochmal als Shad. Mit dem roten Kopf, weißer Schwanz, wahrscheinlich mit die fängigste Farbe, die es beim Wallerangeln gibt. So, und jetzt wollen wir diese Teile montieren und Spinnfischen gehen. Und da kennt ihr sicherlich das Problem, ich habe es auch. Ich bin nicht der filigranste Mensch und bekomme meine Jig-Haken hier immer so super reingesteckt. Im Endeffekt, durch den Einsatz vom Jig-Haken kann der Köder krumm werden. Der Jig-Haken macht den Gummifisch natürlich kaputt, er reißt ihn aus, wenn ihr mit eurem Haken durch den Köder rausgeht oder vorne den Haken einsetzt. Und je öfter ihr so einen Köder am Jig-Haken hier wechseln wollt, desto mehr zerreißt ihr auch das Gummi. Der Jig-Haken hält nicht mehr richtig im Köder drin, ihr braucht Sekundenkleber oder im schlimmsten Fall immer wieder neuen Gummifisch. Wir haben für euch die perfekte Lösung hier gefunden. In Zusammenarbeit mit dem bekannten Weltspinnfischer Thomas Axtaler, ich glaube, der geht mehr Spinnfischen als jeder andere, der macht Ponton-Boot-Touren in Spanien die Flüsse runter. Also ich weiß nicht, wie viel 100 Waller der im Jahr fängt. Wir haben in enger Zusammenarbeit mit dem Thomas Axtaler für euch das Shad Claw Rig System entwickelt. Vorne hier der Schraubkopf, den gibt es in den Gewichtsklassen 10, 20, 30 und 50 Gramm. An diesem Schraubkopf ist ein 100 Kilo tragendes Geflecht im vorderen Bereich eingespleist und im hinteren Bereich mit einem 6-0er Spezialwallerhaken verbunden.
Dieses System ermöglicht euch hier den einfachen und schnellen Einsatz an allen möglichen Gummiködern, die ihr zum Wallerangeln einsetzen möchtet. Ich zeige es euch jetzt mal schnell, wie es auf eurem Gummiköder montiert wird. Es ist wirklich kinderleicht und ihr beschädigt euren Gummifisch so gut wie gar nicht. Wir nehmen jetzt mal hier diesen Redhead. Euer Schraubkopf wird vorne mit der langen Nadel mittig am Kopf des Gummifischs eingesetzt. Und dann nach rechts die Spirale immer weiter in den Gummi eingedreht, bis der Kopf richtig Press am Gummishad anliegt. Jetzt müsst ihr nur noch den Haken mit der Halteklammer unten am Köder zurücklegen und mittig in den Rücken des Gummifischs einführen. Der Haken hält bombenfest, auch Gewaltwürfen stand, aber wenn der Waller drauf beißt, reißt er ihn aus dem Gummi raus. Ihr seht, hier ist überhaupt nichts passiert. Ihr könnt den Wels neben dem Gummifisch frei drillen, ohne dass der Gummifisch dabei in Mitleidenschaft gezogen wird. Und könnt nach der Landung des Wallers einfach euren Haken wieder in den Gummi oben einsetzen, über diese Halteklammern. Und habt eine ganz fängige, aggressive Hakenstellung an eurem Köder. Wichtig ist, erkennt ihr jetzt auch schon bei diesem System hier, der Haken, der Fanghaken sitzt auf dem Rücken des Gummis. Das ist ganz wichtig, entweder beim Spinnfischen oder auch beim Vertikalangeln. Der Haken darf nicht an der Unterseite sitzen, denn was passiert, wenn ihr Grundkontakt habt? Ihr sammelt Dreck. Wenn ihr irgendwo in Seerosenfeldern oder in der Nähe von Krautansammlungen Spinnfischen seid, sammelt ihr das Kraut ein, wenn der Haken unter dem Köder hängt. Beim Vertikalangeln habt ihr permanente Grundberührung. Hier oben, dieser Haken sitzt auf dem Rücken des Gummifischs, schützt den Haken vor Dreckansammlungen im Wasser weitgehend und hat eine optimale Bissausbeute, wenn der Waller euren Köder attackiert. Alle unsere Systeme sind mit einem sehr starken und ultrascharfen 6-0er Haken fertig bestückt. An der Hakengröße wird auch überhaupt nicht rumgefeilt, weil diese Hakengröße hat in der Testphase ihre optimale Fängigkeit unter Beweis gestellt. Und ich zeige euch jetzt mal, wie schnell ihr dieses System auf einen anderen Gummiköder wechseln könnt, ohne dabei den Gummifisch zu beschädigen. Fanghaken raus, Kopf wieder runterdrehen. Die einzelnen Spiralen kommen jetzt raus. Zack. Hier vorne sieht man nichts, hier oben sieht man nichts. Jetzt nehmen wir den großen Cat-Twister. Wieder ansetzen. Reindrehen das ganze System. Geht rucki zucki. Ihr könnt dabei das System auch an der Route montiert lassen. Gerade ausrichten. Haken nach hinten, in den Rücken des Twisters rein und schon ist der nächste Köder im Einsatz und kann geangelt werden. Um euren Spin- oder Vertikalköder mit eurer Rute zu verbinden, gibt es nun ganz viele Möglichkeiten, je nachdem, wo ihr das meiste Vertrauen drin habt. Ihr könnt hier an dieser starken Öse am Kopf vorne einen Wirbel einhängen. Ihr könnt hier vorne einen Mono einknoten. Ich nutze am liebsten beim Spinnfischen eine geflochtene, die ich hier direkt draufknote. Das hat für mich am wenigsten Klimbim am ganzen Köder. Ziehe die jetzt einfach hier durch, nutze hier den Blutknoten. Gehe 6-mal um die eigene Achse. Ziehe das Ganze noch fest. Hinten drauf kommt der Sicherungsknoten, dass der Knoten auf jeden Fall in sich geschützt ist und auch unter starkem Druck sich nicht öffnen kann. Das könnt ihr jetzt noch mal alles testen. Richtig ziehen dran und genauso bei eurem Haken hinten setze ich mir da so eine kleine Haltehilfe ein und ziehe einfach nochmal richtig die Verbindung auf den Kopf, dass die auch richtig vom Maker gemacht wurde. Das hält bombenfest, auch die Spleißung hält bombenfest. Setze meinen Haken jetzt wieder neu ein im Rücken des Catchets.
und schon könnt ihr mit der Fischerei starten. Geiler deutscher Spinnwaller.